Willkommen bei der ASMR Sims 4 Inselfamilien Challenge. Dies ist ein ASMR Video. Es dient also der Entspannung und soll beim Einschlafen helfen. Daher geht es hier ganz gemütlich zu. Außerdem ist es eine Challenge des Spiels Sims 4. Robin und Ronja wollen viele Kinder bekommen, die nach und nach die ganze Insel besiedeln sollen. Heute ist Tag 7. Schauen wir doch mal, was sie so brauchen. Ronja ist sehr hungrig und Robin ist noch etwas müde. Ich denke mal, ich lasse Ronja gleich mal aufstehen und dann soll sie sich was zu essen holen. So, mal gucken, was noch im Kühlschrank ist. Na, da ist doch noch was. Und dann müssen sie heute wahrscheinlich mal wieder kochen. Guten Morgen, Ronja. Sie ist ja schon ganz schön dick. Aber sie ist erst im zweiten Trimester. Also heute kommt das Baby noch nicht. Ja, dann könnte man fast überlegen, ob man heute noch mal was unternimmt. Ich glaube, die haben noch... Ja, eine Verabredung müssen sie noch haben. Genau, alle beide. Da könnte man sie vielleicht schon noch mal irgendwo Schönes hinschicken. Dann mache ich mir mal Gedanken. Und ich guck mal, was der Garten so macht. Ja, dem scheint es ganz gut zu gehen. Dann werde ich den Robin also zuerst mal den Garten bestellen lassen, wenn der wach ist. So, was haben wir hier? Spinat und Basilikum. Umwerfend, das ist gut. Das ist auch umwerfend. Und die sind brillant. Tja. Ich sollte mir wirklich mal merken, wie die Qualitätsstufen sind. Ich weiß es praktisch nur normal, hübsch, sehr hübsch und am Schluss perfekt. Und dazwischen, das sind einfach alles tolle Worte, aber die sagen mir nicht so viel über die tatsächliche Stufe aus, muss ich gestehen. So. Und Robin schläft und schläft. Na, er ist noch nicht ganz ausgeschlafen. Und Ronja, du könntest eigentlich mal ein schönes Bad nehmen in eurer tollen Badewanne. Und dann könntest du aufräumen. Und Robin, den lasse ich jetzt auch mal aufwachen und zuerst im Garten arbeiten, denn hungrig ist er eigentlich noch nicht. So, Fabio. Nö. Momentan hat Robin was zu tun. Zwar Gartenpflege und dann gucken wir mal, was wir weiterentwickeln können. Keine Pflanze benötigt Pflege. Das finde ich ja erstaunlich. Aber es ist schon richtig, die sehen alle prima aus. Gut, aber es gibt ziemlich viel weiterzuentwickeln. So. Wo kommst du nicht an? Na, hier werden wir jetzt auf jeden Fall gleich sehen, was
nach Brillant kommt. Und hier, die sind noch nicht so weit. Okay, dann soll er anschließend mal alles ernten. Und dann mache ich vielleicht noch eine Ablegerrunde mit diesen vier. Dann hat er bald hier drei Kisten mit schnell wachsenden Drachenfrüchten. So, das kannst du dann auch mal bewässern. Und Anja, du stehst da einfach so. Du willst mit Robin plaudern. Ja, das kann ich gut verstehen. Aber der hat gerade ziemlich viel zu tun im Garten. Damit ihr immer schön Geld verdient. Und die Kinder auch keine Not leiden müssen. Jetzt muss ich hier mal die Pinnwand löschen. So. Und gut. Kommst du nicht dran? Makellos ist noch brillant. Und nach umwerfend. Jetzt bin ich schon wieder durcheinander. Was ist das jetzt? Die sind also wahrscheinlich war brillant zuerst und jetzt sind sie umwerfend. Und eine ist makellos. Ich glaube, makellos ist vor perfekt. So, dann ist hier das Gießen. Da sprießt es schon. Das geht echt schnell. So, einen Ableger nehmen. Anja, du könntest in der Zwischenzeit eigentlich mal was malen. Mach mal ein großes impressionistisches Gemälde. So. Und du veredelst die jetzt mal. Dann nimmst du hin. Schalte durch Veredelung eine neue Pflanzenart frei. Der Robin hat schon sehr oft veredelt, liebes Spiel. Aber manchmal passiert das. Dann kommen solche Meldungen auch von den Errungenschaften. Die kommen dann gleich in ganzen Bündeln. Und jetzt diese hier veredeln. So. Und dann noch einen Ableger. So, und diese hier veredeln. Da werde ich jetzt gleich nochmal ein Screenshot machen. So. Ja. Ob ich den nutze, weiß ich noch nicht. Aber dann habe ich schon mal einen. Gut, lieber Robin. Was macht denn die Ronja? Sie malt ein Kinderbild. Ja, wenn das nicht allzu wertvoll ist, könnte man das vielleicht, oder man könnte es sowieso ins Kinderzimmer hängen. Das können die sich eigentlich leisten. Die müssen nicht jedes Bild verkaufen. Jetzt ist Robin auch hungrig. Das ist doch praktisch. So, 24 Drachenfrüchte. Das ist jetzt nicht so viel. Bringt aber immerhin 1400 Simoleons. Das war heute mal nur so eine Mini-Ernte.
Aber ich denke mal, bald werden das immer Riesenernten. Gut. Ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich schon auf das Baby. Das Wasser, das schmeiße ich mal weg. Und habe ich schon erwähnt, dass ich versuchen möchte, immer nur ein Kleinkind zur gleichen Zeit zu haben, damit es ruhig bleibt und ASMR-mäßig. Denn normalerweise, wenn man viele Kleinkinder im Haus hat, dann wird es ganz schön turbulent. Und wir wollen es doch gemütlich haben. Oh, Ronja hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Na, das ist doch schön. Ja, ich finde es schon erstaunlich, dass man das den Bildern oft gar nicht ansieht, wenn sie ein Meisterwerk sind. Aber für das Kinderzimmer ist es eigentlich ganz schön. Schiebe ich mal da rüber. Na komm. Und auch wenn das für uns, warum lässt du dich nicht abnehmen? Wir könnten es mal in ihrem Inventar platzieren. Muss sie da extra hinlaufen? Ja, und jetzt geh einfach mal was essen. Und vielleicht lasse ich den Robin mal was grillen. Na komm. Damit sie nachher was Gutes zu essen haben. Nicht, dass sie jetzt, nehmen wir mal Hähnchenbrust. Nicht, dass sie dann hungrig heimkommen und dann dauert es Ewigkeiten, bis gekocht. Da ist noch Platz an der Wand. Und das ist auch schön, dann haben sie das immer gut im Blick, die Kinder. So. Und für die Sims ist es ein Meisterwerk, eine hochwertige Dekoration. Egal, wie wir das finden. Und die Sims-Kinder werden dann gut gedeihen, wenn sie ein Meisterwerk in ihrem Zimmer haben. Mir gefällt diese Küche so gut. Die ist zwar ein bisschen rustikal, aber ich glaube, gerade das gefällt mir gut. Hier so mit diesem Teeeck und da die paar Sachen schön griffbereit. Ja, und hier mit dem Spülmittel, bei der Spüle. Oh, da kann man richtig schön spielen und leben. Ja, räumst du das von selber weg? Sehr gut. Gucken wir mal, wie weit der Robin ist. Fertig. Dann tun wir das in den Kühlschrank. So. Und dann könnten wir auch schon eine kleine Verabredung machen. Ich weiß immer noch nicht, wohin. Wir könnten sie auch hier machen. Ja, aber ich denke mal, sie sollten jetzt noch genießen. Halbnackt im Observatorium. Robin, stopp. Zieh dir erstmal was an. Und dann bittest du deine Liebste um eine Verabredung. Also, was wollte ich sagen? Solange sie noch so bequem und unproblematisch weg können, sollten wir das ausnutzen. So. Jawohl. Ja, dann lasse ich mich mal inspirieren.
Waren wir schon in einem Café? Das habe ich jetzt ganz vergessen. Wir könnten hierhin und dorthin gehen. Man könnte natürlich auch ins Schwimmbad. Aber ich glaube, in einem Café ist es eigentlich netter. Ich glaube, wir waren schon in... Oder wir gehen hier in einen Nachtclub am Tag. Da muss ich doch glatt überlegen. In einer Bibliothek, das ist irgendwie nicht so ganz passend. Hier ist auch noch diese nette kleine Bar. Was ist das für eine Bar? Das alte Inn. Eine Bar ist nicht so passend, wenn man schwanger ist. Wir gehen mal hier in dieses Café. Wunderbar. Oh, waren Sie möglicherweise genau hier beim letzten Mal? Tja, naja, auf jeden Fall sollten Sie sich jetzt erstmal ordentlich unterhalten. Muss ich mir nochmal die alten Videos angucken? Sie ist ganz schön dick. Ob sie vielleicht Zwillinge kriegt? Ja, also ich lasse jetzt erstmal hier viele Dinge tun. Stehen Sie wie angewurzelt? Was ist los mit euch? Ach, gut, Sie haben schon mal geflirtet. Und jetzt können wir das Küssen mal suchen. Küssen? Sie müssen jetzt ja immerhin Silber verdienen. Aber das dürften wir lässig schaffen. So, biete ihr mal eine Rose an. Und dann massiere sie. So, wo ist das Massieren? Massage anbieten. Ja. Gut, Bronze haben sie schon mal. Und Silber auch, ne? Das ist prima, dann kann ja nicht mehr viel schief gehen. Dann setzt euch doch mal hier zusammen hin. Zusammen hier sitzen und plaudern. Also, soweit ich mich erinnere, waren wir hier schon mal. Nun ja. Es ist ja eigentlich ein schöner Platz für eine Verabredung. Ja, Sani. So, flüstert mal süße Nichtigkeit. Und könnt euch nochmal massieren. In der Schwangerschaft braucht man immer wieder eine Massage. Ja. Und knuddelt euch mal. Ja. Ob das irgendwie nicht als Sitzen zählt? Ich mach nochmal. Drückt mal die Bewunderung aus. Ah ja, Sie sollten nicht flirten, sondern reden. Und jetzt müssen Sie gleichzeitig verspielt sein. Nun ja, dann müssen Sie Witze machen.
Das wird gar nicht so einfach. So kokett, wie die jetzt schon sind. Erzähl mal eine lustige Geschichte. Und erzähl einen Witz über einen Affen. Lito Trebane. Abu Abu. Frieza. Und mach mal den Klopf-Klopf-Witz. Also sind beide kokett. Wir haben ja auch viel rumgeflirtet und geküsst. Ja, mach mal einen Witz über alte Zeiten. Und hatte ich da nicht so ein Figürle eingepackt? Ja, sie hat so ein Figürle. Guck mal, ob man das hier hinstellen kann. So. Und jetzt aktivieren wir mal die emotionale Aura. Hey, bleibt hier, bleibt hier. Kommt wieder her. Hier sitzen und plaudern. Hier ist das lustige Dings, das euch verspielt macht. Wo ist Robby? Na wunderbar, jetzt ist sie auch verspielt. Dann können wir das ja wieder deaktivieren und wieder einpacken. Das ist sehr praktisch für solche Verabredungen. Und nun könnt ihr noch ein tiefgründiges Gespräch führen. Wo ist der Robby hingegangen? Okay, setz dich mal hier hin und führ ein tiefgründiges Gespräch. Wo haben wir das denn? Okay, da. Und das sollen sie gleich zweimal tun. So, noch ein tiefgründiges Gespräch. Okay, da. Also Gold haben sie schon. Das Ziel ist schon längst erreicht. Schauen wir mal, sie ist schon Hunde. Robby nicht, aber Ronja schon. Ich denke mal, wir beenden das hier. Eine Stunde 55 Minuten, das hält sie nicht durch. Sie macht jetzt ein Nickerchen. Okay, das geht. Das ist in Ordnung. Lassen wir sie ein Nickerchen machen. Und dann kann der Robby sich ein bisschen hier mit den Leuten unterhalten. Man lernt da auch mal jemanden kennen. So, kann mit das Gucken reden. Und ja, vor lauter Kokett kriege ich hier jetzt lauter so Flirtoptionen. Das ist gar nicht beabsichtigt. Seine Liebste liegt schließlich da. Und hält ein kleines Nickerchen. Ah, es geht ihr schon besser. Das ist sehr gut. Dann können wir dieses Date noch abwarten, bis es fertig ist. Auch schmeicheln kann man ja mal. Das ist keine romantische Interaktion. Und mit Geschicklichkeit prahlen ist nicht nötig. Aber er könnte von der Natur schwärmen. So, mal gucken. Immerhin noch 51 Minuten. Oh, der ist ein Geek, Genie und mag keine Kinder. Ja, kommt vor. Ja, Sommer über besten Köder reden. Da kennt sich Robin immerhin inzwischen sehr gut aus. Und er könnte ein paar Reparaturtipps geben.
Warum hat der Robin keinen Spaß? Der hat doch so viel rumgewitzelt mit der Ronja. Ja. Vielleicht können sie zu Hause ja noch ein kleines Techtelmechtel machen. Jetzt ist das Date gleich rum. Das ist schon ein trolliges Date, wo sie dann schläft. Aber sie haben ja alles erreicht, was zu erreichen galt. Delso, Tribs, Eva, Grovel, Nerx, Dereve, Farb, sehr gut. Jetzt haben sie einen Meilenstein erreicht. Nun können sie auch nach Hause. Als nächstes müssen sie 50 romantische Gesten mit dem Ehepartner austauschen. Ich denke mal, das passiert fast von selber. Und sie müssen bei 3 Verabredungen mit dem Ehepartner Silber verliehen. Was hast du hier vor? Nee, Internet surfen wollen wir nicht. Nach Hause wollen wir. Ja, also diese romantischen Gesten werden wohl nach und nach einfach von selbst passieren. Und die Verabredungen, die können wir ja dann auch zu Hause machen, wenn die Kinder klein sind. Wenn die Kinder dann schlafen, dann können sie eine schöne Verabredung machen. Und wenn sie dann müde sind, können sie auch einfach ins Bett gehen. Das ist doch super praktisch. Ja. Na, das war doch eine wunderschöne, entspannte Verabredung. Und bestimmt haben sie wieder so einen romantischen Weinkühler bekommen. Ja, jetzt gucken wir mal, was ihr noch so braucht. Robin braucht höchstens ein bisschen Spaß und Ronja ist hungrig. Dann solltest du auch noch was essen. Ja, Ronja, geh mal was essen und danach gehst du dann nochmal auf die Toilette und vielleicht könnt ihr dann noch ein kleines Techtelmechtel machen. Interessant, das leuchtet. Die sehen aus wie ungeputzt, aber ich glaube, die sind so. Robin, was machst du? Du liest? Oh, das ist in Ordnung. Und was möchtest du? Alleine sein. Ja, na, ich denke, morgen machen wir keine Verabredung. Und dann kannst du auch ein bisschen alleine sein. Gut. Okay, Ronja, du kannst es dann nochmal aufräumen. Und dann kannst du nochmal auf die Toilette. So. Robin, wo gehst du hin? Zum Teleskop. Das liebst du sehr, gell? Komm mal wieder hier runter. Irgendwann machst du dann auch mal so schöne Bilder mit dem Teleskop. So, und jetzt könnt ihr nochmal ein kleines Techtelmechtel machen. Okay, Ronja will wohl direkt ins Bett. Ja, Ronja, ich dachte eigentlich an ein nettes, kleines Nachverabredungstechtelmechtel.
Ja, das ist doch schön. Und danach können sie schön schlafen. Und dann kommt vielleicht morgen das Baby. Mal gucken. Ja, jetzt ist sie im dritten Trimester. Sehr schön. Und Robin hat jetzt auch viel Spaß. Ja. Warum läuft das jetzt so schnell? Stopp, stopp. Robin, du kannst auch schlafen gehen. Und dann darf das auch schnell laufen, okay? Aber wir lassen es jetzt erstmal langsam laufen, um uns zu verabschieden. Ja, ihr beiden, schlaft recht schön. Und du auch, lieber Zuschauer, schlaf schön und träum was Schönes. Gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.